Die 36-jährige Yogalehrerin Daniela Kisser geht das letzte Mal vor ihrer Schönheitsoperation mit den Hunden spazieren. Kisser, die immer wieder verwahrloste Hunde bei sich aufnimmt, lebte jahrelang in einem indischen Kloster, um sich dort Gedanken über den Sinn des Lebens zu machen. Der erste Grund war der erste Liebeskummer, sozusagen. Und dann bin ich auf der Suche nach Liebe herumgereist, in einen Tempel gelandet und habe halt dort ein bisschen gelernt, studiert. Also geändert hat sie eigentlich noch nicht, weil ich lebe immer noch sehr spirituell. Nur halt nicht mehr mit Mönchskleidung und so abrasierten Haaren. Aber ich meditiere immer noch, ich chant Mantras. Ich lebe vegetarisch, also ich mache das eigentlich immer noch. Ja, ich bin innerlich spirituell, aber äußerlich auch eine normale Frau, die halt auch sich wohlfühlen möchte. Kisser leidet seit der Pubertät unter ihrer Gesichtsform. Sie findet ihr Gesicht zu hart und hätte lieber weichere Gesichtszüge. Die heutige Nasenkorrektur soll sie ihrem Ziel näher bringen. Nein, nervös bin ich eigentlich nicht. Ich hoffe, das Warten dauert nicht zu lange, weil sonst wird es langweilig. Nein, noch bin ich nicht nervös. Haben Sie sich vorbereitet auch jetzt aufgrund Ihrer ganzen Meditationskenntnis? Ich habe jetzt eine Woche Meditationsurlaub gemacht. Das heißt? Das heißt, ich kam erst am Sonntag, heute ist Sonntag, bin am Freitag zurückgekommen und war jetzt eine Woche mit einem Mönch und habe meditiert und Mantras gechantet und ja, so vorbereitet. Durchgehend sozusagen. Ziemlich, ja. Sehr schön. Eigentlich wollte sie sich von Dr. Jörg Knabel in Richtung ihres Vorbildes Angelina Jolie operieren lassen. Doch der Schönheitschirurg lehnte diesen Totaleingriff ab. Nach langen Gesprächen konnte er die Wienerin überzeugen, sich vorerst nur die Nase operieren zu lassen. Noch vor der Narkose meditiert sich die Yogalehrerin in einen Entspannungszustand. Das mit der Angelina Jolie, das war sehr interessant bei ihr. Wir haben uns dann mehrere Fotos aus dem Internet runtergeholt und das gemeinsam angeschaut. Und da hat sie dann gesagt, aha, so schaut das aus. Das heißt, sie hatte einen völlig anderen Eindruck zu Beginn. Und es war im Grunde der Gesamteindruck des Gesichts, der bei der Frau besser gefallen hat. Die Nase selber hat ihr im Endeffekt dann gar nicht so gefallen. Die war ja zu breit, die war ja zu plump. Der Preis für eine Nasenkorrektur beginnt bei ca. 3.500 Euro. Schwester Ramona, eine längere Nadel bitte.